Einrohrbären. Gleich geht's richtig ab, meine lieben Freunde. Gleich wird das richtig geil. Ja! Ja, ich muss nie wieder selber graben! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Hydronir in der 2.0. Meine lieben Freunde, ich habe noch mal ein bisschen offscreen gewaschen. Ich habe Erz gewaschen, Geld und Erz, weil das gewaschene Erz ist mein gewaschenes Geld am Ende des Tages, meine lieben Freunde. Und wir haben tatsächlich es geschafft, nicht nur ein bisschen mehr Barren und Kristalle und sowas zusammen zu farmen. Nein, da muss ich vor Freude sogar schon aufstoßen. Wir haben tatsächlich ein Juwel gefunden, und zwar einen ungeschliffenen Rubin. Und wir haben ja beim letzten Mal, in der letzten Episode, schon den Schleifstein hier aufgebaut. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die Playlist verlinkt am Anfang des Videos. Oder am Ende ist er auch nochmal verlinkt. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Projekt feiert. Und mir das auch in den Kommentaren nochmal wissen lassen, dass ihr das Projekt feiert. Oder auch Tipps reinschreiben, was ich beachten soll. Da kam auch schon ganz viel zusammen. Ich werde versuchen, so halbwegs einiges davon umzusetzen. Mal schauen, was ich davon umgesetzt kriege. So, jetzt müssen wir das Ding schleifen. Wie funktioniert denn das jetzt genau? Ah, das war ja einfach. Einfach draufklicken. Ich habe einen Rubin. Rubin. Guck mal, jetzt können wir hier an meinem Amboss, können wir jetzt das drauflegen da? Hobart, nein! Auf den Amboss legen, den Rubin legen drauf. Ja, genau so. So, der bleibt da jetzt erstmal liegen. So, jetzt brauchen wir noch zwei Barren, glaube ich. Und die müssen heiß sein. Das heißt, wir brauchen zwei Goldbarren noch. Warte, und die müssen wir jetzt einfach hier in diese Schale reinlegen, damit die erstmal glühen. Und wenn die glühen, wird daraus dann eine wunderschöne, eine schunderwöhne Halskette. Und die soll wohl sehr viel wert sein, tatsächlich. Und dann, da haben wir schon einen Laden gefunden. Ich bin mal offscreen ein bisschen rumgefahren, hab mal ein bisschen die Gegend abgecheckt. Hier gibt's noch einen richtig geilen Dealer für Halsketten. Da gibt's eine Börse und da müssen wir hinfahren. Dann kriegen wir richtig viel Kohle. Ich sag's euch. So, ich hab immer ein bisschen Schwierigkeiten zu beurteilen, wann die wirklich glühen und wann die nicht glühen. Ich nehme das jetzt einfach schon mal. Jetzt glühen sie, okay. So, jetzt vorsichtig hier ablegen. Genau, und dann den hier auch. So, und dann brauchen wir noch das Hämmerchen. Und dann hauen wir einmal drauf. Yes, ich habe eine Halskette. Guckt euch an, wie wunderschön sie ist. Wie schunderwöhn sie ist. Okay, warte, warte, warte. Ich will die jetzt mal verkaufen direkt bei dieser Börse da. Das soll nämlich richtig viel bringen jetzt. Wir fahren jetzt mal zur Börse, da, die wir da gefunden haben. Dann kann ich euch auch mal alles zeigen, was wir schon entdeckt haben jetzt. Guck mal, wir fahren jetzt hier mal aus meinem Claim raus mit dem Fahrzeug und fahren mal da lang. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da hinten kommt nämlich gleich eine riesige Brücke. Und da muss ein bisschen vorsichtig sein. Ihr habt mir schon gesagt, die Fahrzeuge sind wohl leicht buggy, aber das hier ist immerhin die 2.0. Da soll wohl das alles ein bisschen besser funktionieren schon. So, jetzt Vorsicht hier. Das ist eine riesige Brücke, hier sollte man nicht runterfallen. Genau, oh Gott. Das Ding fährt übrigens mit Hydro, also mit Wasser. Und da müssen wir echt aufpassen. Das kann durchaus sein, dass mir dann auch irgendwann einfach das Wasser ausgeht quasi. Dass mein Fahrzeug einfach verdurstet. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Das war irgendwie... Da muss ich nochmal gucken. Hier ist noch eine Börse gewesen. Das ist, glaube ich... Das ist Gold. Guck mal, da kriegen wir 104% für Gold. Wenn man jetzt noch Goldbarren verkaufen würde, könnte man das direkt da machen. Das ist nämlich hier der Ort Bridgepur. Und hier gibt es irgendwo eine Börse. Für das Zeug. Steig mal bitte aus. Hier gibt es noch viele coole andere Sachen übrigens. Hier gibt es zum Bleistift ein Scrapyard. Da kann ich, glaube ich, dann Schrott verschrotten. Dann gibt es hier Conveyor Nation. Das ist quasi der Laden für Förderbänder. Guckt euch mal an, wie teuer Förderbänder sind, meine lieben Freunde. Da müssen wir noch einige Halsketten verscherbeln. Und hier gibt's Einrichtungsgegenstände, einen Thron für 14.500. Was man hier nicht alles so bekommt. Hier ist ein gesunkenes Schiff, das ist die größte Attraktion in diesem Dorf, das gesunkene Schiff. Und warte, dann dem Pfeil entlang. Warte, ich nehme mir erstmal jetzt die Halskette, dem Pfeil entlang. Power Logic, genau, Logic-Schaltungen gibt's auch. Hier oben ist der Laden für Logik-Schaltungen. Hobson's Powerworks. Guckt euch das mal an, wie krass das ist, was es hier alles gibt. Logik-Tastenfeld.
ein komischer Logikmagnet. Da kann man sich dann richtig krasse Contraptions bauen, richtig krasse Anlagen, um Dinge zu automatisieren. Das wird noch richtig krass, meine lieben Freunde. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, hier war diese Börse für den Schmuck, ne? Jo, guck mal, 107%. Dann leg das mal dahin. 169, nice. Guckt euch das an. Wir haben 169 Münzen gekriegt. Hydro-Münzen. Es ist schon mega geil. Und das Geld brauchen wir, wie ihr sagt, um neue Maschinen zu kaufen. Ich habe auch schon was im Auge an der Stelle, was wir uns kaufen werden. Da fahren wir jetzt gleich mal zurück. Es gibt nämlich einen gebrauchte, das habt ihr geschrieben. Es gibt eine gebrauchte Pumpe und einen gebrauchten Bohrer irgendwie. Oder gebrauchten Farmgeräte halt. Und das sind die, die man zuerst braucht. Die gebrauchten Sachen. Die sind nämlich günstiger. Und damit kann man nämlich viel schneller bohren, kriegt viel schneller Erz. Und dann geht es nämlich alles viel schneller. Da muss ich es nämlich nicht mehr mit der Hand alles waschen. Da muss ich mein Geld nicht mehr per Hand waschen. Dann kann ich mein Geld waschen lassen quasi. Und da müssen wir hinkommen. Jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich über die Brücke wieder zurückkomme, ohne runterzufallen. Und dass vor allem mein Geld dabei nicht runterfällt, was ich jetzt verdient habe. Boah, Vorsicht, oh Gott. Jetzt muss ich mir erstmal kondensieren mit dem Rüberfahren hier. Ich will nicht unten im Wasser landen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Wenn du dir eine Pumpe kaufst und bohren eine Leitung legst, musst du den Kübel nicht immer in das Wasser werfen. Ja, wie gesagt, wir können ja auch jetzt erstmal auf den Bohrer sparen. Ich hatte, glaube ich, noch 100... 111 hatte ich, glaube ich, noch. Jetzt habe ich, glaube ich, 200. Jetzt müssen wir mal gucken. Steige mal aus und gib mir mal das Geld. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Geld haben wir denn? Insgesamt. Ich werfe mal alles auf einen Haufen. Guck mal, genau. Jetzt haben wir doch über 200 schon. 280. Das ist ja schon fast die Hälfte, die wir brauchen für diesen komischen... Für das Ding hier. Schmiedeeiserner Bohrer. Genau. Brauchen wir 432. Wir können übrigens auch noch... Ja, so Sachen wie Äxte und sowas auch schmieden. Gab es da nicht hinten auch irgendwo eine Börse, wo man das teurer... Nee, das war billiger, glaube ich, wo man das verkauft. Egal. Genau. Also ihr habt mir auch gesagt, ich soll unbedingt mal noch so eine Pumpe auch kaufen. Jetzt wollte ich auch noch mal gucken, wie teuer die Pumpe ist. Pumpe und, was war es noch? Pumpe und Rohre. Schmiedeeisernes Wasserrohr. Guck mal, 22 und 36. Das ist übrigens die Pumpe hier. Bei der Brücke ist eine Waffenbörse, genau. Jetzt ist die Frage. Ihr habt mir jetzt gerade gesagt, reicht das, wenn ich mir so ein Ansaugrohr kaufe und ein Stück Rohr, dass ich dann meinen Bottich nicht mehr... Aber ich kann den doch eigentlich einfach im Wasser stehen lassen, oder? Ich muss... Also bevor ich da eine Pumpe setze, kann ich den doch einfach im Wasser stehen lassen. Dann ist es doch, glaube ich, schlauer, wenn ich den einfach im Wasser stehen lasse erstmal. Guck mal, da ist ja auch noch Zeug drin. Warte mal, wie viel ist denn da noch drin jetzt? Wie viel Gold ist denn das? Da ist noch ein bisschen was an Gold drin. Oh, warte mal. Da machen wir jetzt noch einen Goldbarren draus, würde ich sagen. Drei Dinger. Hm. Kommt drauf an, welche Qualität die jetzt haben. Aber ich mache das jetzt einfach. Wäre jetzt gut, wenn wir vielleicht noch einen zweiten Edelstein finden würden. Auf dem Wagen war noch ein Golderz. Auf dem Wagen? Nee, das ist kein Golderz. Das ist Clotium. Und das heben wir uns auf. Weil Clotium, das ist ganz wichtig. Später dann, das soll wohl, das habt ihr mir gesagt, das soll ich aufheben. Da muss man dann irgendwie Stufe 2 Sachen irgendwie draus machen oder so, keine Ahnung. Als erstes sollte man den Brecher holen, dann muss man nicht mehr waschen. Nee, den Bohrer. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Ich würde eher den Bohrer zuerst kaufen, glaube ich. So, damit ich schneller Material erstmal bekomme, was ich überhaupt erstmal filtern kann und so. Würde ich jetzt sagen. Also wäre jetzt so meine Logik, dass ich erstmal schneller überhaupt was bekomme. So, wie gesagt, wir brauchen nochmal doppelt so viel Zeug. Ich kann ja mal gucken. Warte, wir machen jetzt hier draus nochmal einen Eisenbarren. Wir haben ja ganz viele Eisenbarren. Und dann machen wir nochmal ein Schwert. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen noch ein geileres Schwert... Ja, toll. Wie ich immer daneben haue, wenn ich das Zeug reinschütten will, ey. Weil man diesen Punkt so schlecht sieht, wo das landet. Ich denke mal, der Punkt ist genau drüber. Und dann stellt sich hinterher raus, wenn ich schütte, dass der Punkt nicht genau drüber ist. Schweinerei. So, warte, dann stell das jetzt drauf. Schmelzen wir mal den Eisenbarren noch. Das ist ja wie damals in Klondike, als ich meine erste Million gemacht habe. Warte mal, wir können hier, wenn wir hier draufklicken, genau, können wir uns den Dolch auswählen, die Axt. Ich mach mal das Schwert.
Guck mal, da ist der Barren fertig. Nein, jetzt habe ich da ein Erz daneben gehauen, verdammt. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass da noch eins liegt. Genau, ich muss jetzt die Barren... Wie viel brauchen wir? 3 Stück. Ich muss jetzt 3 Barren hier in das Ding reinlegen. Und Nummer 3, genau. So, jetzt müssen wir warten, bis die glühen. Und dann können wir uns da nochmal ein Schwert machen. Das Schwert verkaufe ich dann einfach oben beim Juwelier. Weil ich glaube, diese Börse, die hatte mir, glaube ich, nur 93% gegeben irgendwie oder so für ein Schwert. Deswegen würde ich das jetzt nicht zur Börse bringen. Ich glaube, die Börse bringt mir keinen wirklichen Bonus. Wenn die nicht über 100 ist, die Werte, dann bringen die mir keinen Bonus. Ich weiß auch gar nicht, was das für einen Sinn hat, dass man seine Sachen für niedriger als 100% verkauft. Also da muss man ja schon sehr verzweifelt sein eigentlich, wenn man sich bewusst bescheißen lässt. Nice, Schwert am Start, nice. Guckt euch das an, geiles Schwert, hä? Und jetzt gehen wir damit mal hoch und verkaufen das. Du kannst sie noch zersägen. Okay, aber ist es nicht besser, wenn ich das Schwert aus mehr Eisen herstelle? Also aus gehaltvolleren Barren? Weil dann heißt das doch am Ende, dass da mehr drin ist. An Materialien. Das müsste eigentlich dann mehr wert sein, oder nicht? Ja, guck mal, das sind ja fast 200. Nice. Boah, da haben wir ja schon fast den Wert. Krass. Da haben wir es ja schon fast. Weil du so die anderen Börsen pushen kannst. Ach so, wenn je mehr ich an der Börse verkaufe, desto höher gehen dann die Kurse bei den anderen Sachen, oder was? Okay, ja, dann muss ich das wohl doch eher bei der Börse verkaufen, auch wenn es am Anfang vielleicht erstmal nicht sinnvoll erscheint. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben doch jetzt schon fast... ist es nicht schon? Ja, wir können uns das leisten. Nice, ich werde wahnsinnig. Okay, warte. Da ist der Geldbottich. So, und jetzt muss ich das Ding nehmen. Schmiede eiserner Bohrer. Dann stelle ich den hier drauf und dann kaufen wir den jetzt. Machen wir das mal jetzt. 42 Cent sind übrig geblieben. Von meinem ganzen Reichtum sind 42 Cent übrig geblieben. Okay. So, Geld in den Karren und den Gerät holen. Der Gerät. So, und wie mache ich das jetzt? Jetzt brauche ich noch Rohre. Habt ihr gesagt? Rohre und Pumpe, wa? Ah, okay, guck mal, den kann ich jetzt da platzieren. Warte. Wo ist denn der Ausgang oder der Eingang? Das ist... Moment. Hier ist der Stutzen, wo es rein muss, ne? Kann ich das Ding nochmal wegnehmen? Ja. Wir müssen das nochmal machen. Mach das mal vielleicht hierhin oder hierhin. Da ist der Einfüllstutzen. Wir müssen den Einfüllstutzen fürs Wasser schon, glaube ich, in Richtung Wasser machen. Damit wir dann das Rohr... Wie viele Rohre brauche ich denn da, meine Güte? Da muss ich ja von hier zapfen und dann muss ich ja da... Oh Gott. Okay, da brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Hm. Wir haben noch ein bisschen Gold. Ich würde das jetzt aber ungern verkaufen. Wobei, wir hatten ja da hinten bei der einen Börse gab es ja mehr für einen... Goldbarren. Ich meine, ich könnte jetzt das Gold auch verkaufen, aber es wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn wir dann einen Diamanten oder ein Juwel finden und dann, ich farm noch mal ein bisschen jetzt. Vielleicht wird das ja die letzte Farmrunde, ohne dass wir einen Bohrer benutzen. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Übrigens, das hier ist Bedrock, da kann ich nicht reingraben. Falls sich einige wundern, dass ich hier so präzise diesen Hang grabe, das ist der Hang, der hier runtergeht und den man nicht weggraben kann tatsächlich. Für alle, die sich da jetzt gerade wundern, was ich da eigentlich gerade alles... Warum ich das so mache, wie ich das mache. Manchmal kann man sich nämlich durchaus nur wundern über das, was ich mache. Das ist absolut richtig. Aber hier habe ich leider keine Wahl. Hier muss ich das so machen, wie ich das mache. So. Schön von unten nehmen, das Material. Manchmal lässt er das nicht so ganz zu, dass man es direkt von unten nimmt. Da wehrt er sich so ein bisschen dagegen. Nein. Genau, so. Und jetzt... Ich wasche das gleich jetzt. Ich weiß normalerweise nochmal ein bisschen mehr zusammenfarmen, nochmal mehr machen und so. Ich hab gerade ein gutes Gefühl irgendwie. Eisen. Sehr gut. Ja, was für ein gutes Gefühl, ne? Richtig geil, das Gefühl, was ich habe. Der Ertrag, genau. Die Erze werden besser, wenn man tiefer ist. Ja, genau. Je tiefer man gräbt, also desto höher wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass was Besseres rauskommt, glaube ich. So ist das, glaube ich, eher. Bisschen...
Bisschen so ähnlich. Bisschen so in der Art. Deswegen versuche ich gerade möglichst von unten zu graben. Also das die Erde zu holen. Damit das halt besser ist. Damit der Ertrag besser ist. So, jetzt machen wir das da noch drauf. Ja Gott, ich drücke mal E. Ich lasse das Ding mal fallen. Statt linke Maustaste. Ich verkick mich da manchmal. Ideal wäre jetzt ein Edelstein. Nochmal eine Portion Gold und Edelstein. Weil dann können wir nochmal eine Halskette machen. Dann können wir nochmal bei der Börse nochmal Halskette verkaufen. Das wäre schon sehr, sehr lohnenswert. Yes, und gib mir den Knubbel. Ich kann immer nur so einen Doppelknubbel machen. Das ist das höchste aller Gefühle. Edelstein, Edelstein. Oh, wir haben immerhin so einen Kristall. Kann ich den auch schleifen eigentlich? Warte mal, das will ich mal probieren. Kann ich den schleifen? Nee, den kann ich nicht schleifen. Den kann ich aber einschmelzen. Das lassen wir mal hier hinten liegen. Das können wir dann... Das ist ja auch so ein Barren. Ich meine, gut, ich könnte mal gucken, was ich für den Barren kriege. Das wäre natürlich auch mal spannend, ne? Für den Kristallbarren. Aber ihr habt mir gesagt, das soll man lieber aufheben für später, weil das irgendwie dann später ganz wichtig ist. Diese Teile sind dann nämlich so eine Art Treibstoff für Gerätschaften. Wahrscheinlich für alles, was dann so mit Power läuft, schätze ich mal. Diese ganzen Logik-Sachen wahrscheinlich muss man damit antreiben oder so. Auf jeden Fall sollte man sich das Zeug aufheben. Also eine Portion mache ich jetzt noch. Wenn wir dann nichts kriegen, dann nehme ich halt das, was wir haben. Und dann, auch schon einige gesagt, der Typ klingt wie einer von den Dorfbewohnern bei Minecraft. Also, ne, nochmal zur Erklärung. Man hat da diesen kleinen Kreis neben dem eigentlichen Zielkreis. Und das zeigt einem an, wenn man die Sachen wegwirft oder ausschüttet, an welcher Stelle auf dem Boden die landen. Und dann kann man die Sachen auf dem Boden noch kombinieren, indem man sie aufeinander wirft. Deswegen. Das geht aber nur in einem bestimmten Maß. Das geht nicht unendlich. Leider kein Edelstein dabei. Aber nochmal ein Eisenbarren kommt raus, glaube ich. Guck mal, da ist ja auch noch Eisen, siehst du? Warte, dann nimm mal das Gold raus. Dann machen wir jetzt erstmal noch einen Eisenbarren. Ich hoffe, da ist jetzt kein Gold. Ich nehme erstmal nochmal alles hoch, weil manchmal liegen die so auch ineinander drin, so die Sachen. Das ist ein bisschen, kann ein bisschen täuschen manchmal. Dann sieht das so aus, als wäre da kein Gold, aber dann ist da unter dem Eisen noch Gold. Und das wollen wir ja nicht. Warte, so jetzt mach das da rein. Yes, ich habe mal getroffen, nice. So, wunderschön. Machen wir nochmal einen Barren jetzt. Jetzt machen wir noch einen Barren. Warte mal, hier liegt ja noch ein Barren, sehe ich gerade. Da können wir noch ein Schwert machen. Ja, man sieht auch, dass die unterschiedlich groß sind, die Barren, ne? Ist auch interessant. Hat schon hier gezischt? Nee, ne? Ah, jetzt. Wie auf Bestellung. Schunderwöhn. Der glüht ja auch noch. Warte mal. Dann leg den gleich mal nochmal ins Feuer. Die müssen ja auch erstmal noch ins Feuer. Dann machen wir jetzt noch ein Schwert. Das bringt ja auch ordentlich. Und dann kaufen wir uns mal Rohre von dem Geld. Dann bin ich mal gespannt, was dann bei rauskommt. Jawohl, guck mal. Noch ein Schwert. So, das wird gleich wieder oben verkauft. Ah, nee, halt, warte mal. Ihr habt mir ja gesagt, ich soll zur Börse damit. Ah, die ist so weit weg. Nee, ich mach das jetzt hier mal schnell. Pfeif auf die Börse, komm. Die Börse, die kriegt noch schnell früh genug mein Zeug. Ich mach das jetzt hier. Beim Juwelier. 220, Junge, Junge. Los, mach, gib mir Geld. Ja. Das ist ja noch besser als das letzte. Krass. Ja, damit gehen wir jetzt gleich mal shoppen, würde ich sagen. Kaufen wir uns mal ordentlich jetzt Rohre ein. Nicht schlecht. Aber so läuft das jetzt langsam. Jetzt komme ich langsam rein. Ja, das braucht ein bisschen, bis man da reinkommt. Weil das halt so ein ungewöhnliches System einfach auch ist. Also mit diesem Item-System halt. Dass du erstmal, musst erstmal so damit klarkommen, dass du halt kein Inventar hast. Das ist erstmal am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Und irritiert auch erstmal. Es irritiert einen einfach maximal, weil du wunderst dich, kein Inventar, kein gar nichts. So, das brauchen wir hier. Habt ihr gesagt. Dann wahrscheinlich ein Ventil, schätze ich mal, oder? Auf jeden Fall würde ich sagen, sowas. Damit wir dann da in das Ding auch reinkommen. Und dann nochmal so ein Ding. Würde ich sagen, 61, 86 und dann ein gerades Rohr auf jeden Fall noch. Brauchen wir auch ein Ventil oder nur Rohre?
108. Ventil auch. Wie teuer ist ein Ventil eigentlich? Nur Rohre. Okay, ihr sagt nur Rohre. Wie viel können wir uns denn leisten? Warte mal, dann kaufe ich jetzt schon das ganze Geld Rohre. Was? 152. Bestimmt da wieder eins zu wenig. Pass mal auf. 174. Hä? 196. Eins geht noch, komm. 218. Wie viel hat man da drin? Komm, eins geht noch. Man kann doch nie genug Rohre haben. Jawohl, 240. Gekauft. Oh, jetzt habe ich wieder 22 wie am Anfang. Geil. Geil, geil, geil. Ohne Ventil kannst du das nicht mehr ausschalten. Ist doch real. Will ich doch auch gar nicht. Erst probieren, was noch fehlt. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das jetzt mache, lol. Fördert Wasser. Verringert den Wasserdruck um 3%. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt vorgehe. Jetzt muss ich erstmal gucken. Am Bohrer gibt es einen Hebel. Okay. Das muss, glaube ich, ins Wasser rein, das Ding. Schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will es jetzt mal machen. Ja, guck mal so. Das ist auch schon mal gut. Direkt gegenüber. Oh, da kommt Wasser raus. Guck mal. Das spielt gleich die Musik auf. Ey, krass. Voll gut. Es spritzt raus, meine lieben Freunde. Warte. Jetzt bin ich ein echter Hydronier, glaube ich. Warte. Guck doch, wie es rausspritzt aus meinem Rohr. Guck doch hin. Wie geil ist das denn, Mann? So, und wie kann ich das jetzt setzen? Ah ja. So. Nach oben will ich es drehen. Warum kann ich das jetzt nicht nach oben kippen? Warte mal, steht da irgendwie noch eine Tastenbelegung? Nee, warte. Wie kann ich denn das nach oben drehen? Mit T? Ah, okay, sehr gut, danke. Das stand nämlich jetzt nicht dabei. Alles klar, so, warte, dann müssen wir mal gucken. Das müsste dann eigentlich ja schon... Genau, da brauchen wir noch die eine Kurve. Oh, meine lieben Freunde, ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran. Hol dir auch den Hammer, den habe ich schon. Bei deutscher Tastatur ist es Z. Ich hab doch aber eigentlich eine deutsche Tastatur. Sehr komisch. So, warte, so. Ich glaube, so noch zwei oder drei fehlen noch. Mit dem Mausrad kannst du die platzierte Entfernung feinjustieren. Ah, okay. Wenn du den Schmiedehammer... Nee, du hast den Schmiedehammer, aber nicht den Bauhammer. Okay, ach so, es gibt noch einen Bauhammer. Okay. Zwei, glaube ich, sind es noch. Y und Z ist doch verwechselt bei deutscher, englischer Tastatur. Echt? Ach so. Ja, genau. Irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade etwas groß mal auf der Spur. Ja, genau. Noch ein Rohr. Dann habe ich noch ein Rohr. Einrohrbären. Nicht schlecht. Einrohrbären. Gleich geht's richtig ab, meine lieben Freunde. Gleich wird das richtig geil. Kommt es? Kommt es? Ist es schon drin? Ja! Ja, ich muss nie wieder selber graben. Wie geil ist denn das, Mann? Warte, kann ich da jetzt das Ding einfach drunter stellen? Hier, den Eimer? Warte, 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 warte. Hör auf, hör auf. Na? Ja doch, warte, das geht, glaube ich, sogar. Wenn er richtig steht. Komm. Spuck. Ja! 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 Ja, okay, jetzt ist es voll. Geil, 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 geil. Warte, 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 warte. Geil, geil, geil. Es wird geil, es wird geil. Spürt ihr es auch? Nein, doch nicht so. Wieder da hinstellen. Nein, hinstellen. Ich bin wahnsinnig. Nein, warum stellst du es nicht hin, du Plebs? Nein, es klappt nicht.
Nein, hör auf, da Sachen hinzuschmeißen. Hör mal auf jetzt. Nein! Nein, wieso? Warte, stopp, aufhören. Nein, nicht spritzen. Nein, nicht so rum. Moment. Nein! Jetzt hier, warte. Hör auf, stopp, hörst du auf. Ich wollte mit E das abschalten, das war der Fehler. Okay, warte ganz kurz. Mach das da rein. Mach das da rein. In den Eimer. Ja, nice, okay. Diese Herr der Ringe-Musik immer im Hintergrund, ey, ich werd wahnsinnig. Stell mal die Schüssel drunter. Ja, stimmt, das müssen wir eigentlich auch mal machen. Boah, ist das geil, Mann. Jetzt geht die Zeitalter der Automatisation geht jetzt los. Okay, warte. Yo. Und geht noch was rein? Ja, das ist nämlich das Ding. Wenn ich das jetzt nämlich so mache, wird nämlich der Erdklumpen nicht so groß. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal hier wieder wegnehmen. Sonst ist das nämlich nicht so praktisch jetzt. Der Erdklumpen wird dann nämlich zu klein. Das muss nämlich nochmal in dem Ding zwischengebunkert werden, in dem Eimer. Deswegen der Eimer zuerst. Ich kann es ja auch per Hand einfach dann hier so rein. Jetzt müsste man da eigentlich immer Eimer hinstellen, die man einfach nur wegnimmt. Also mehrere Eimer, die, wo man halt auch trifft. Gibt es da irgendwie eine Contraption, dass man den Eimer immer an die richtige Stelle setzt oder so? Aber so geht es auf jeden Fall schon mal deutlich schneller. Ah, der ist schon zu groß da, der eine Klumpen. Ach, guck mal, der hat aus dem einen Klumpen einen anderen Klumpen noch gemacht. Sag mal. Hier, warte. Lass das mal. Guck mal, der geht... Ah, okay, der geht doch rein. Siehst du? So. Und dann machen wir hier den wieder hin. So. Ich muss nie wieder selber graben. Das ist so gut. Es ist so gut geworden auf einmal. Es ist mit einem Mal wird das richtig geil. Guckt euch das so an. Jetzt kriegen wir ja erstmal aus der oberen Schicht Erz. Glaube ich. Und dann später kriegen wir ja dann auch aus der unteren Schicht noch mehr Erz. Würde ich jetzt mal behaupten. Warte. Wenn ja je weiter der buddelt, desto mehr Erz kriegen wir ja dann am Ende. Ihr habt genau das richtig gesagt. Dass ich das so machen soll. Das war ganz genau die richtige Aktion, die ihr gesagt habt. Guck mal, er hat gerade aus zwei Brocken einen größeren Brocken gemacht. Yes, guck mal, jetzt ist es ein großer Brocken. Der kann dann wieder hier rein. Genau. Jawohl. Wie weit kann ich das eigentlich kombinieren? Brauche ich überhaupt den Eimer noch? Ne, guck mal, ich brauche den Eimer gar nicht mehr. Ich muss das gar nicht im Eimer kombinieren. Ich kann das auch so kombinieren. Ich kann da einen schönen Lehmbatzen draus machen. Jetzt noch flott eine Abzweigung, dass die Schüssel permanent beträufelt wird. Ja, das wäre jetzt noch so ein anderes Ding. Ich weiß nicht, wie ich eine Abzweigung mache. Muss ich wohl noch ein Stück kaufen wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal schätzen. Muss meine Bürste, hier ist meine Bürste. So. Und dann macht das noch rein. Mal, müssen wir mal gucken, sonst muss ich gleich nochmal was verkaufen. Das kann ich ja einfach laufen lassen hier, oder? Das packt die Dinger ja auch irgendwann einfach so zusammen, wenn da so ein großer Haufen liegt. Oder muss man da aufpassen? Muss man da irgendwie aufpassen, dass da am Ende dann nicht zu viel ist? Also, dass der dann nicht sich selbst eingräbt wieder? Oder wären die nur eine bestimmte Einheit groß, die Dinger? Wenn man... Nein, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich das gegrabt. Nein, jetzt ist das rausgefallen. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal einiges zusammengekommen wieder. Es geht auf jeden Fall deutlich schneller, auch wenn jetzt die Sachen, weil das jetzt ja eine höhere Erdschicht ist, billomäßig sind. Es ruckelt irgendwann. Okay, wir machen das mal aus. Ich glaube, das hat nicht ohne Grund einen Hebel oben dran. Irgendwann geht halt dein Prozessor in die Knie. Ja, das wird hoffentlich eine Weile dauern, oder? Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Dann verarbeiten wir jetzt noch schnell das, was hier liegt. Guck mal, da geht schon wieder nicht mehr. So. Filter ist am Anfang zu teuer, okay. Lag da jetzt noch was im Wasser? Ich dachte gerade schon, ich hätte... Was haben wir denn da jetzt eigentlich? Wir haben Shards auf jeden Fall, diese Energiesplitter. Wir haben Gold ganz, wir haben leider keine Edelsteine. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Zeug aus einer
zu hohen Erdschicht kommt. Kann durchaus sein. Aber letztendlich, die Masse macht es ja dann letztendlich auch. Mit der Lupe kann man den Zustand sehen, okay? Was, es gibt eine weitere Maschine, die bricht dann die Brocken auf. Kann direkt vor den Bohrer gesetzt werden. Bekommst dann automatisch die Erze. Ja, das wäre noch gut. So, jetzt haben wir... Da ist ein Smaragd! Ich habe einen Smaragd, lol! Ja, ich kann eine Kette machen. Geil, geil, geil. Glücksbärchen, kann man da nur sagen. Haben wir noch zwei Goldbarren? Wir haben sogar noch zwei Goldbarren. Können wir gleich direkt mal verwursten hier. Nice. Und dann gehen wir damit wieder zur Schmuckmesse, zur Börse. Edelsteine sind 5% deiner Ausschüttung in jeder Erdschicht. Okay, krass. Das ist immer eine Ausschüttung. Ist das geil, Mann? Darf ich das mal sagen, wie geil das ist? Das ist schon alles ein bisschen geil. Jetzt müssen wir das alles noch viel länger automatisieren. Es läuft, es läuft. Jetzt müsste es auch glühen eigentlich. Warte, jetzt machen wir uns noch eine Kette. So, wo war jetzt der andere da? Kette machen. Jawohl, Smaragdkette, nice. Sollen wir die gleich verkaufen? Komm, wir verkaufen die gleich. Ich will Geld haben. Muss wieder meine Kosten reinholen. Für das Equip. Vielleicht mal auch mal ganz kurz noch die... Ach, die Rohre lasse ich erstmal beim Händler liegen. Die schaffe ich dann offscreen zur Seite. Gibt es da eigentlich auch noch mal irgendwie eine bessere Lösung? Für das Transportieren von diesen ganzen Einzelteilen? Oder muss ich das am besten dann mit dem Auto machen? Wie kann ich dieses Auto eigentlich auftanken, wenn das mal leer ist? Jetzt kommt da nur noch Hydronier. Na, so schlimm wird es wahrscheinlich noch nicht. Mal gucken, ich werde ein bisschen offscreen basteln auch. Bisschen rumprobieren, so. Jetzt brauche ich erstmal Geld, sonst kann ich nichts machen. Ich werde ein bisschen offscreen farmen, glaube ich. Das ist doch eine gute Idee. Und dann morgen steht da eine riesige Fabrik statt. So, hier müssen wir uns gleich... Ah. Ich bin erstaunt, dass die Kette nicht runterfällt von der Ladefläche. Mann, diese blöde Lampe, ey. Willst du mich gerade rollen? Dein Truck hat einen Wassertank oben. Ah, und wie fülle ich da Wasser rein? Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal meinen Klunker verkaufen. Hoffentlich ist die Börse mir noch wohlgesonnen. Mit einem Eimer? Okay, mit einem Eimer reinfüllen. Ja, das ist zu einfach. Stopp, nicht da runter. Nein, beim Brems, Junge! Oh Gott! Hat der einen Bremsweg, ey. Unglaublich. Ich dachte gerade schon, ich rassel da jetzt runter, ey. So, wie sieht die Börse aus? Wie sehen die Kurse aus? Ja, ist nicht wirklich viel mehr. Warte mal. Schnell verkaufen, bevor es weniger wird. Oh, da sinkt es. Stimmt, wenn man mehr verkauft, dann wird ja die Nachfrage befriedigt, ne? Und dann ist natürlich dann am Ende weniger. Angebot und Nachfrage. Ist eigentlich gar nicht so doof gemacht. Wir müssen mal bei anderen Sachen mehr... das heißt ja... Ah, das heißt dann, wenn ich bei anderen Börsen dann das verkaufe, dann steigt hier dann wieder die Nachfrage wahrscheinlich. Also ich muss immer mal schauen, dass ich bei anderen Börsen auch mal wieder was verkaufe. Und dann irgendwann pushen sich die Kurse gegenseitig hoch wahrscheinlich. Und dann gibt es eine Blase. Dann verlieren alle Geld. Dann haben alle keine Lust mehr auf Börse. Und das ist dann der Moment, wo man richtig kaufen muss. Und dann wird man reich. Wenn alle keinen Bock mehr haben auf Börse. Wenn alle nichts mehr wissen wollen davon. So funktioniert das. Ich habe das durchgespielt hier. Da unten gibt es noch was zu entdecken. Echt? Ich werde erstmal mein Geld nach Hause bringen. Bevor das wegkommt noch. Bevor ich das verliere. Nein! Dieser blöde Lampenheini da. Hängen geblieben an der Lampe. Ich bin hängen geblieben an der Lampe. Das geht doch nicht. Wow, wow. Jetzt bretter ich mal mit Toolspeed über die Brücke. Ho! Ho! Das war knapp. Du kannst dir hinterher auch eine Fräse kaufen. Damit kannst du unter anderem Relikte finden. Was? Relikte? Geil. Eine Fräse. Ups.
Diese blöden Lampen. Wer hat denn diese Lampen so konstruiert, ey? Oder noch besser, wer hat eigentlich mein Fahrzeug so konstruiert, dass das ständig an den Lampen hängen bleibt? Das sind nicht meine Fahrkünste, nein. Meine Fahrkünste haben nichts damit zu tun. Guck mal, jetzt haben wir nämlich wieder Geld. Jetzt haben wir wieder über 200. Wenn ich nur in der Lage wäre. Ich bin wieder zu doof, das zu kombinieren jetzt. Genau, nice. Guck mal, wir haben jetzt wieder richtig Kohle. 220. Nicht schlecht, ja. Und das hier ist jetzt ja eigentlich auch schmelzungswürdig, würde ich mal sagen, ne? Guck mal, da liegt sogar noch Gold. Stimmt, das hatte ich ja rausgenommen beim letzten Mal noch. Also beim vor der letzten Einschmelzaktion. Wie viel ist denn das jetzt eigentlich? Das ist schon einiges. Würde ich jetzt mal sagen. Da ist noch was drin. Da ist noch was. Da hängt noch was dazwischen. Da, guck mal, siehst du? Manchmal sieht man das nur so ganz schlecht. Ja, warte, da können wir jetzt noch einen schönen, fetten Goldbarren draus machen. Es gab auch ja da diese eine Stelle an der Börse, wo man... Also eine Börse, wo man Gold verkaufen konnte. Das war, glaube ich, auch noch mit ein bisschen einem Bonus. War das, glaube ich, versehen. Nein, das ist, glaube ich, sogar ein großes Nugget. Wenn wir da jetzt einen richtigen, fetten Goldbarren machen, den einschmelzen und dann verkaufen, kriegen wir da wahrscheinlich auch nochmal richtig Kohle dafür. Denn mit dem Geld können wir uns ja dann, wie gesagt, auch wieder neue Sachen kaufen. Die Fräse gibt es nicht mehr, die wurde bei 2.0 abgeschafft. Ah, okay. Schmeiß mal Eisen und ein Gold rein. Nee, Gold in ein rein. Was soll dabei denn rauskommen? Ich will nichts verschwenden, das ist so ein bisschen das Ding. Weiß nicht, ob das gültet, wenn man da mehrere Sachen reinwirft. Ein schlechter Schwimmer schiebt es immer auf die Badehose. Ja, die Badehose ist schuld, auf jeden. So sieht's aus. Komm schon, gib mir den Barren. Ich will den Barren haben. Alter, haben wir wieder... Jawohl, da haben wir wieder ordentlich Reibach gemacht, ey. Ich sag's euch. Das ist bestimmt ein richtig guter Barren jetzt. Ist auch der einzige, den wir jetzt noch haben. Komm, dann nehmen wir den jetzt noch mit zu der Börse und verkaufen den an der Barrenbörse noch. Machen wir das mal noch. Jetzt muss ich hier noch clever wenden irgendwie. Oder ich fahre erst mal rückwärts und wende dann hier. Das Ding hat nämlich so einen krassen Wendekreis. Da muss man ganz schön aufpassen. Ich kann Eisenbarren vergolden. Okay. Ich sehe schon. Ich muss mal ein bisschen mit dem Materialien noch experimentieren. Was bringt mir dann vergoldeter Eisenbarren? Wenn du mehrere Materialien reinwirfst, kommt zwar mehr, aber von dem schlechtesten Material, was du reingeschmissen hast. Okay. Also kann ich das strecken quasi dann. Naja gut. Hier war, glaube ich, das mit dem Gold. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, guck mal, da ist ein grüner Pfeil dran. Das heißt, dass da ein Wertzuwachs am Start ist. Schauen wir mal. 104%, jawohl, guck mal, so. 85 immerhin. Nice. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Haben wir immerhin jetzt über 300 an Geld schon wieder, das ist nicht schlecht. Dann können wir uns vielleicht noch bald diesen automatischen Cruncher leisten. Dass wir das Erz dann automatisch crunchen und aussortieren können dann. Da brauche ich das nicht immer mit der Schüssel dann machen. Das wäre dann so das Nonplusultra. Dann habe ich wirklich eine Gelddruckmaschine quasi. Und dann geht's, glaube ich, richtig ab. Will er wieder nicht machen hier. Jetzt. 305, jawohl. Saubier. Wie teuer ist dieses Gerät? Was wir da noch brauchen? Ist das hier, ne? Die schmiedeeiserne Erntemaschine. Verarbeitet Erdklumpen zu Rohstoffen. Größerer Ertrag mit höherem Wasserdruck. Was, wie viel kostet das? 300? 320? 305. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Krass. Ja, dann muss ich mir das noch erfarmen. Dann mache ich das dann fürs nächste Mal. Ich meine, gut, hier könnten wir natürlich auch noch die Dinger vielleicht noch schmelzen und dann vielleicht nochmal ein Schwert machen oder so. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Krass, aber das sieht doch gut aus. Meine lieben Freunde, wir sind so nah an der absoluten, ultimativen Erzverarbeitung dran. Das gibt's gar nicht.
Und an dieser Stelle endet diese Folge Hydronia in der Version 2.0. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Bär-Nachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns gerne wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.